So, meine lieben Freunde. Noch ein spontaner Stream. Diese Woche. Und zwar versuchen wir diesmal wieder Assassin's Creed Revelations so. Und was? Was war das denn jetzt? Ja, wie oft habe ich das schon versucht zu spielen? Aber es hat nie wirklich funktioniert. Funktioniert, der Animus ist stabil und alle seine Werte sind gut. Fürs Erste. Aber das Ding wurde gebaut, um Erinnerungen nachzuerleben, nicht um kognitive Prozesse zu simulieren. Der Animus erfüllt seinen Zweck und Desmond erledigt den Rest. Ja, den Anfang haben wir ja schon mal gesehen, bis zu der Stelle, wo es mit dem Streitwagen kommt, oder besser gesagt mit der Kutsche kommt. Und ja, da haben wir dann versagt, weil du bist da ständig in den Schnee geglitscht. Konntest nie wirklich. Den generischen Wagen zerstören. Ich hoffe mal, dass es in der Collection jetzt mal nicht der Fall sein wird. Thank you.
Hübsch, oder? Wir sind tief im Animus. In der alten Testroutine. Keine Erinnerung, nur einfache Physik. Wettersimulation. Hallo Welt! Ein Glück, dass jemand die Idee hatte, dich hier reinzustecken. Das hat dich gerettet. Wovor gerettet? Eigentlich müsstest du sammeln in der Geschlossenen sitzen und den Kopf gegen die Wand hauen. Im Moment hält dich der Animus zu... Erstmal eins. Ah, es gibt keine Option. Okay. Und deine Vorstellung hat dich endgültig ins Chaos zu stürzen. Aber wenn du keinen Synknoten findest, werden all diese Persönlichkeiten kollabieren. Das wird nicht schön. Ein Synknoten? Dazu komme ich noch. Moment. Da. Dieses Ding ist dein Ausgang. Du willst mich verarschen. Das Problem ist, dein Hirn ist Brei. Zu viele Personen und Stimmen für einen Kopf. Also, was kannst du tun? Du kriegst zurück in die gespeicherten Daten, suchst unvollendete Erinnerungen und dann knackst du sie auf. Beende, was du angefangen hast, bis dein Vorfall dir nichts mehr zu zeigen hat. Das ist ein Synchron. Wenn du ihn findest, kann der Animus dessen von Ezio und Altair isolieren und dich nach Hause schicken. In deinen Körper. Weißt du das alles? Weil es mir auch passiert ist. Nur mein Körper ist schon Wurmfutter. Ich bin hier fest. Ein Wort der Warnung. Wenn du da durchgehst, verändert sich alles. Nichts ist mehr normal. Noch hast du die Kontrolle. Es liegt an dir, einen Ausweg zu finden. Gut. Wenn du schnell bist, schaffst du es vielleicht auch zu Lucys Beerdigung. Was? Teleport. Alter, wie viele da mitgemacht haben. In Studios. Claudia, meine geliebte Schwester. Ich war nun eine Woche angekommen. Sicher und voll Zuversicht. Und doch aufs Schlimmste gefasst. Die Männer und Frauen, die mir hier Nahrung, Obdach boten, warnten mich, dass der Weg nach Masyaf vor fremden Söldnern Banditen nur so wimmelte. Was das bedeuten könnte, mag ich nicht zu denken. Als ich Rom vor 10 Monaten verließ, hatte ich nur eins im Sinn. Zu entdecken, was unser Vater nicht fand. In einem Brief, der 1 Jahr vor meiner Geburt geschrieben wurde, erwähnt er eine geheime Bibliothek unter der Burg Masyaf, ein Heiligtum, angefüllt mit unschätzbarem Wissen. Also was mag ich dort wohl vorfinden? Wer wird mich empfangen? Ein Trupp übereifriger Templer? Meine schlimmste Befürchtung? Oder nichts als das Pfeifen des kalten Windes? Masyaf hat seit nun fast 300 Jahren keine Assassinen mehr beherbergt. Können wir noch Anspruch auf die Burg erheben? Sind wir dort willkommen? Na, ich bin des Kämpfen leid, Claudia. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil sich unser Krieg nur in eine Richtung zu entwickeln scheint. Ins Chaos. Ich habe inzwischen mehr Fragen als Antworten. Deshalb bin ich so weit gereist, um Klarheit zu finden. Um die Weisheiten des großen Altair zu finden. Und um den Sinn unseres Krieges besser zu finden.
stoßen, Claudia. Sollten meine Fähigkeiten unzureichend sein oder mein Ehrgeiz mich verführen, suche nicht in meinem Andenken nach Rache. Kämpfe, um die Suche nach der Wahrheit fortzusetzen, zum Wohle aller. Mein Leben ist nur eins unter tausend. Und die Welt wird es verkraften, sollte es vorzeitig enden. Und damit geht's los. Wie wär's mit absolutely not? Achso, ich soll hier hoch. Ja, der Geist zeigt uns, wo wir hin sollen. So, das typische, wir blocken und greifen dann wieder an. Warum wollen wir so weit hoch eigentlich? Aber ja, machen wir erstmal, was das Spiel will. Jetzt erstmal gar nicht gesehen, wo lang. Sollte man echt vorsichtig sein. Ups. La 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 la.
Oh. Ich dachte schon, ich wäre wieder ganz runtergefallen, ne? Was? Warum macht ihr das? Du sollst genau das machen, was der Geist von dir will. Ezio. Danke. Verschont mich, bitte. Ich bin nur Arbeiter. Ich habe Familie. Welche Arbeit verrichtet ihr? Meistens Kranken. Es dauerte ein Jahr, diese Kammer zu finden. Und seit gut 3 Monaten versuche ich, diese Tür zu durchbrechen. Ihr seid noch nicht weit gekommen. Ich hinterlasse keinen Kratzer. Dieser Stein ist härter als Stahl. Das wird nichts werden. Diese Tür macht über Schätze weit wertvoller als alles Gold der Welt. Ah, ihr meint Edelsteine. Das sind Schlüssellöcher. Wo sind die Schlüssel? Die Templer fanden einen unter dem Palast des osmanischen Sultans. Bei den anderen wird ihnen wohl ihr kleines Buch gegeben. Welches Buch? Ein Tagebuch oder so. Der hässliche Hauptmann, er hat es bei sich, wohin er auch geht. Geht heim. Sucht euch eine ehrliche Arbeit. Oh, ich würde gern von hier verschwinden. Aber diese Männer, sie töten mich, wenn ich gehe. Packt eure Sachen. Tja. Der Assassine darf dieses Buch nicht in die Finger bekommen. Sobald wir Leandros erreichen, werden wir ihn aus dem Dorf heraus eskortieren. Ihr bleibt zurück und sorgt dafür, dass wir nicht verfolgt werden. Ja, wir schnetzeln und wir schnetzeln. Und ja, wie man sieht, ist hier wirklich Winter aktuell. Okay.
Das könnte ins Auge gehen, ja. Hört auf. Ihr werdet eh alle sterben, ja. Da kann man klettern. Und ich spring direkt wieder runter. Alles klar. Alter Schwede. Na, was meint ihr? Kriegen wir das mit dem Wagen hin heute? Was? Warum funktioniert das nicht? So. Ich habe nur noch 2 Leben, was? Was macht ihr da? Danke, dass ich auch wieder was sehen kann. Okay. Ich bin die Wache.
bin ich hier festgehalten? Na, wie willst du als nächstes wissen? Gut, du flüchtest, dann lasse ich dich auch. Alter, immer noch 5 Stück im Dorf hier. Aber dass man die hier umdrehen muss, ist ja wirklich schon echt krass. Na dann, tschüss. So, Kamera, danke. Wie der sich immer auf den fokussiert, obwohl ich das gar nicht will. Na, ihr macht ja Sachen. Na, du auch noch? Du endest aber so. Gut. Noch 3. Das ist übrigens das Dorf von Assassin's Creed 1, nur im Winter. Falls es keine... Jetzt kommt die Kutschenfahrt. Fuck, Mann! Boah, Alter! Gott.
Willen, ey. Das war echt knapp. So, klappt das jetzt bitte so, wie es sein soll? Das hat schon mal besser funktioniert als auf dem PC. Oder auch nicht. Warum wurde ich jetzt 1000 Mal getroffen, obwohl ich ihn gerammt habe? Was? Warum? Da konnte ich jetzt nichts machen. Ich wurde einfach desynchronisiert. Das ist übrigens die Stelle, die ich meinte. Warum wird meine denn die ganze Zeit Darf ich mal fragen, warum meine die ganze Zeit kaputt geht und seine nicht? Hä? Macht keinen Sinn. Ich ramme ihn und ich krieg Schaden. Mhm. Klar. Warum krieg ich denn Schaden? Ich berühre ihn und ich nehme trotzdem Schaden. Das kann nicht sein. Mache ich irgendwas falsch?
ist geschehen? Ich wurde doch überhaupt nicht getroffen. Ach, leck mich. Warum nehme ich Schaden? Das ergibt keinen Sinn! Er müsste doch den Schaden kriegen, nicht ich! Ach Leute, was ist das für ein Murks? Der hat doch viel zu viel Leben, ich komm doch gar nicht drauf. Boah. Ist mal ernsthaft. Ich nehm doch schon. Alter, ich nehm Schaden, wenn ich über die Steine fahre. Bitte! Meine Kappe gehen schneller zu Nagel als seine. Das ist doch nicht wahr. Was soll ich bitte tun? Ich kann nichts machen. Ich verliere ja sofort ein Leben, wenn ich da an die Scheißsteine fahre. Ich weiß nicht, wie ich das ausweichen soll.
Willst du mich eigentlich verarschen? Wie soll ich das ausweichen? Ich kann nicht ausweichen. Warum liegt denn dein Gurt kaputt? Jetzt mal runter bei die Fische. Warum gehe ich da an diesen Stein kaputt, bitte? Das ist doch nicht normal. Das ist nicht normal. Oh, Mann, du dumm Viecher. Rein. Ey, ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Ja, also sorry, ich weiß nicht, wie ich das ausweichen soll. Wie denn? Ich habe keine Möglichkeit. Ich habe nicht die Möglichkeit, auszuweichen. Mann, dreh mich doch nicht da rein! Ausweichen soll hier. Tut mir leid. Ich komm doch da nicht weg! Jetzt mal ernsthaft, Leute. Diese Stelle. Fuckt euch die nicht auch ab? Ich weiß es nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Ich kann nicht ausweichen.
So, das ist der zweite. Und was mache ich bitte schön anders? Nichts. Ich mache doch überhaupt nichts anders, als wie es verlangt ist. Leute. Geschafft. What Was? Ich hab 1000 Mal Viereck gedrückt. Und versucht abzuwehren. Was ist hier geschehen? Ich will doch einfach nur... Lasst mich! Ja, so möchte ich das haben. Nicht anders. Für ein Chaos. Also bisher das Assassin's Creed, was ich am wenigsten mag. Okay, ich dachte, ich müsste was drücken.
einfacher. Oh Mann. Ich konnte nichts machen. Ja. Ja, was hätte ich machen sollen? Ich kann mich nicht befreien. Habe ich irgendeinen Heiltrank oder was? Nein, ich habe nichts zum Heilen. Wundervoll. Komm ich das? Tja, ist die Frage, wohin? Du stirbst. Ist die Frage, wo soll ich hin? Was ist mein Ziel hier? Keine Ahnung, was mein Ziel ist. Nee, jetzt mal ernsthaft, ich weiß echt nicht, wo ich hier lang soll. Hätte man... Soll irgendwas mit dem Adlersinn machen. Aber was?
Was? Irgendwas mit Adlerauge, aber was? Nein, hast du nicht. Soll ich die töten oder was? Was soll ich hier tun, Leute? Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet? Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Genau da lag Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Okay. Schnitzel. Ich roffle hier so ein wenig rum. La 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 la. Assassin's Creed. Ich bin auf jeden Fall schon mal weitergekommen als auf der PC-Version. Das ist schon mal super. So, wo muss ich jetzt hin? Alter, die Zeit vergeht wieder so verdammt schnell.
Ich weiß echt nicht, was geschehen ist. Alter! Ich hab doch gedrückt! Ich habe gedrückt! Das ist doch nervig! Du drückst die Taste und es passiert scheinbar nichts in diesem scheiß Game. Ich weiß nicht, warum manchmal nichts passiert. Was? Drück die falsche Taste. Warum habe ich so meine Probleme mit Assassin's Creed? Ich weiß doch noch nicht mal, was mein Ziel ist. Der grüne Punkt da. Lass das. Tschüss. Nee.
Tschüss. So, meine Fresse. Was verlangt ihr von mir? Stirbst. Und zwar jetzt! Eiskalt serviert. Heute keiner da ist, ne? Was war das denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt. Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. What? Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen? Lernen? Warten. Vor allem warten. Ich wecke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und dich löschen. Oh, mein Schutzengel, Alter. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Und da weit wieder rein. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt.
Ich habe ihre Tür gesehen. Niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die fünf Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolò Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits. Und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Schlüssel sammeln? Konstantinopel, Mai 1511. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salle. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafft. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, Gavin. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exit all my ears. Kuschel in Kardesim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de la la la. Prego. Vergib mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kaulerwäsch. Da, Firenze. Dort wurde ich geboren. Ah, ja. Nur nach eurem Rauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Emmet, der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Istanbul ist doch was anderes als Konstantinopel. Hm? Well, Heilige Land, liegt nicht ganz unbemerkt.
einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit, den Inhalt von Altaïrs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Wäre nur unruhig, oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Aber es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Was war das denn gerade mit der Kamera? Den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. What the fuck? Tragische Geschichte, ne? Oh nein, Konstantinopel ist nicht Italien. Wir sind fast da. Ihr seht's. Das ist Asien. Konstantinopel. Die letzten 2 Spiele waren wir quasi in Italien gewesen. Gut, in Assassin's Creed 2 mehr oder weniger überall in Italien. Und in Brotherhood waren wir nur in Rom. Santo, begrüßt doch mal deine erweiterte Familie. Salute a voi, Assassin. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge, es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf den Weg hier nach einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmel! Ich glaube, dieses X da auf dem rechten Rand ist wohl das Speichersymbol, dieses weiße X. Aber okay. Bislang lief es besser als auf der PC-Version, auch wenn ich bei einigen Stellen ein bisschen noch gestruggelt habe, hat man ja gesehen.
Ansonsten würde ich sagen, war's das für heute. Und vielleicht mache ich später nochmal einen mit Lego Star Wars Skywalker Saga. Mal sehen. Entweder bis später oder bis morgen. Man sieht sich.